Hallo, ich möchte in diesem weiteren Video im Thema Parametrisierung ein bisschen auf die Teilepositionierung eingehen. Und zwar, was ist die Teilepositionierung? Ich werde das einfach mal anhand eines ganz einfachen Beispiels zeigen. Und zwar werde ich hier einfach mal ein Blech machen. Werde das natürlich jetzt auch mal mit Variablen versehen. Das heißt, ich jetzt A Breite soll 200 sein, damit die Variablen zusammenhängen, sage ich hier auch nochmal A Länge, Umlaute geht nicht, haben wir gesagt, Länge soll auch mal 200 sein. So, das ist jetzt im Prinzip mein Stahlblech, das heißt Blech, suche mir meinen Werkstoff und mein Blech aus. So, soll natürlich gelöscht werden. So, jetzt möchte ich hier gleich eine Baugruppe machen. Das heißt, ich sage hier einfach mal eine neue Baugruppe. Das soll mein Steher sein. Soll eine ganz normale Baugruppe sein. Stücklisten oder Wand. Normalerweise sollte ich auch eine Verwendungsart und habe die erstellt. Natürlich gehört mein Steher oder mein Stahlblech zu meinem Steher. So, jetzt möchte ich hier ein Formrohr hernehmen, also nehme einfach ein Hohlprofil, nehme den jeweiligen Werkstoff, sage einfach 50-50-2. So, lege dem jetzt im Prinzip einfach mal so her. Jetzt geht es mir um das, ich möchte hier, also der gehört natürlich zum Steher, ich möchte hier dann ein, sage jetzt mal, ein Loch drinnen haben und der und die Ausnehmung oder das Formrohr soll immer in diesem Loch drinnen stehen und soll von hinten verschweißt werden. Das könnte zum Beispiel auch dann für Rohrleser, was auch immer, verwendet werden. Es geht, im Prinzip geht es einfach hier um das Thema, wenn ich viele verschiedene Bearbeitungen, Verschraubungen mitziehen will, dann kommt diese Teilepositionierung in vielen Fällen, mit denen kommt man extrem weit und ist auch eine praktische Hilfe. Das heißt, im ersten Schritt, was ich grundsätzlich mal machen muss, dem Steher, muss ich ein Feature einschalten. Das ist mal grundsätzlich. Ich mache natürlich auch immer die Fremdbezüge, das heißt, ich setze die Fremdbezüge auf Verwenden. Das mache ich natürlich bei jedem Teil, weil die sollen sich natürlich hier mitbeziehen. So, jetzt mache ich beim Blech zum Beispiel eine Rechteckbearbeitung rein. Diese Rechteckbearbeitung soll einfach mal eine Länge, sag jetzt mal, P Länge, okay, man sieht hier, lässt das nicht zu, das heißt einfach mal 10, 10 und ganz durch. So, im Prinzip brauche ich hier nur eine Bearbeitung, diese soll natürlich in der Mitte, das heißt, ich habe hier den Bezug auf mittig setzen. So, jetzt werde ich hier Variablen vergeben, das heißt hier mal P, dass die zusammenhängen, Länge, sag jetzt mal LL, so, okay, das soll jetzt 50 sein, kann natürlich das dann in weiterer Hinsicht auf das Formrohr auch beziehen, sag hier B, Breite, LL und soll hier auch 50 sein. Möchte dann noch vielleicht ein bisschen Luft haben, was auch immer. Und B Rundungsradius LL soll jetzt mal 2 mm bleiben. Passt. So, könnte hier dann noch Bedingungen setzen. Das heißt, ich werde hier, im Prinzip habe ich hier bereits Variablen erzeugt. Das A und die B habe ich einfach nur davor gesetzt, um eine Sortierung ein bisschen zu erhalten. So, jetzt kann ich bei dem Profil sagen, wo soll es hinkommen. Das heißt, ich könnte das hier mit HCM machen, aber sobald ich mit verschiedenen Abhängigkeiten, Schrauben und alles Mögliche tue ich mir mit HCM schwer und deswegen kommt einfach die Teilepositionierung. Das heißt,
Nach dem Einbau ist der erste Schritt die Positionierung. Das heißt, ich gehe auf das Teil, sage rechte Maustaste und habe hier die Möglichkeit Teilepositionierung. So, jetzt fragt er mich einen Punkt. Das heißt, der erste Punkt vom Profil, wo soll der hinkommen? In diesem Fall auf diesen Punkt. Kann natürlich den auch relativ setzen. Ich sage einfach an diesen Punkt. Der zweite Punkt, das heißt, das Ende, in welche Richtung soll es zeigen? Dieser Endpunkt soll in diese Richtung zeigen. Und ich könnte noch einen dritten Punkt für eine Drehung. Kann ich nachträglich auch setzen. In diesem Fall sage ich mittlere Maustaste und das ist mir jetzt schon im Prinzip hier mal richtig, gesetzt. So, ich kann hier dann auch noch sagen, zum Beispiel, wenn ich einfach mal den Wert ändere, 1500, dann sehe ich zum Beispiel, es wird immer nach oben gezogen. Das heißt, ich sage hier einfach mal C Länge Steher. So, Steher. Sag okay. Und die Länge soll einfach mal 1500 sein. Okay, habe ich jetzt falsch geschrieben? Was habe ich jetzt falsch geschrieben? Im Prinzip, ich habe hier Minus geschrieben, das heißt, er würde hier daraus zwei Variablen machen. Das heißt, ich soll natürlich nur C-Länge Steher. So. Und die Länge, das heißt, man sieht auch hier, er findet die Variable nicht. Die kann ich natürlich löschen. Und ich werde hier die C-Länge gleich mal richtig vergeben, so wie ich es haben will. Das heißt, eigentlich will ich sie im Steher haben. Ich sage hier Variablen des Teils, sage die in diesem Fall hier einfügen. In diesem Fall sage ich hier eine neue Zahl, C-Länge Steher. Und jetzt fragt er mich ab. Ich sage jetzt mal 1500 und mit OK greift mir das untere Teil, weil hier keine Variable drauf war, weil ich die versehentlich gelöscht habe, sofort auf die übergeordnete, das übergeordnete Teil. Das heißt, ich kann hier auch die Variablen nehmen, diese hier zum Beispiel ausschneiden, weil ich möchte die ja alle gesamt auf einmal steuern und hier zum Beispiel einfügen. Und kann hier zum Beispiel einfach im Fall 52, um es zum Übertreiben 450 mal 150 und man sieht, es wird mir hier immer alles mitgezogen. Das ist hier natürlich wieder nur ein einfaches Beispiel, aber ich kann natürlich das hier weiter ausbauen mit Verschraubungen, Dübel, was ich dann auch vielleicht in den nächsten Bereichen machen werde. Aber damit einfach mal die Grundsatzsachen sitzen, diese Teilepositionierung ist einfach eine gute Sache, wie man da auf die Teile, die Parametrisierung Einfluss nehmen kann. So kann ich die Teile immer wieder beliebig auch ändern. Ich kann natürlich auch die Teile, die Einträge auch weiter parametrisieren.